Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche für Geschenke aus der Küche. Aber natürlich sind das auch immer alles Sachen, die man auch das ganze Jahr über für sich selbst nutzen kann. Und ich habe mir jetzt schon die Waage hingestellt und den Thermomix. Natürlich, wie immer, muss man den Thermomix nicht haben, aber es ist natürlich schon so viel einfacher, um nämlich gleich sowohl den Zucker und auch den Kaffee und die Schokolade zu pulverisieren. Ein guter anderer Mixer schafft das sicherlich auch, aber jetzt die Schokolade auch zu reiben auf einer Reibe, das wäre auch schon ein bisschen anstrengend und es würde einfach nicht so fein. Denn ich will machen heute Cappuccino, das will ich dann auch schön einpacken und mit einer Beschreibung dran, also von wegen, wie man die anwendet, diese Kaffeezubereitung. Und ja, das habe ich mir für heute vorgenommen. Der Mixtopf muss natürlich trocken sein. Ich hatte heute Morgen schon was anderes gemacht, habe den jetzt schön erstmal offen stehen lassen nach dem Spülen, damit der auch wirklich trocken ist. Und es geht los mit dem Zucker. Und da sage ich aber auch gleich, ich mache die doppelte Menge, weil ich sowohl den Kaffee als auch das Magermilchpulver möchte ich ganz verbrauchen. Das ist immer sowas, das hat man dann hier stehen und was soll man damit? Und also wie gesagt, man kann es natürlich im Thermomix abmessen, aber wegen meiner Waage halt nicht. Und das wird jetzt für 10 Sekunden auf Stufe 10 erstmal pulverisiert. Da sieht man, wie das wieder schön ja, Puderzucker hergestellt hat. Und das wird jetzt umgefüllt, weil wir nämlich jetzt als nächstes erstmal die Schokolade raspeln wollen. Also natürlich, ich sehe zu, dass ich hier alles rausbekomme, aber sollte da noch ein bisschen Puderzucker drin sein, ist das natürlich auch vollkommen wurscht. Denn im nächsten Schritt kommt nämlich der Zucker dann schon wieder dazu. Und der nächste Schritt, also da brauche ich jetzt auch nicht abmessen, weil es kommt 500 Gramm Schokolade rein und ja, diese Schokolade ist noch angegeben mit 100 Gramm. Es gibt ja auch so Schokoladen, die einen ein bisschen betuppen, die ja, eigentlich genauso gleich groß aussehen, der Preis genauso bleibt und ja, aber das Gewicht nur noch irgendwie 85 Gramm hat oder so. Aber bei der Schokolade ist es nicht, also hoffe ich mal. Und da nehme ich jetzt 5 Tafeln von. Und da muss ich auch sagen, dass ich da jetzt natürlich nicht feinste Lindt-Schokolade nehme, also das fände ich übertrieben. Und im Rezept steht, man sollte die anfrieren, ja gut, weil sie wahrscheinlich dann besser hier zerhäckselt wird, aber ich habe sowas schon mal gemacht und das klappt auch ohne anfrieren. Denn ehrlich gesagt, in meinen Tiefkühler passt wieder keine Maus mehr rein. Dann wäre wieder mehr rausgefallen, als dass ich reingetan hätte. Und das wird jetzt für 20 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinert und ja, der Muffel ist Gott sei Dank nicht da. Also das wird richtig laut, also vielleicht nicht gerade, wenn man ein Baby schlafen gelegt hat. Ne? Also wirklich richtig schön klein gehäckselt. Jetzt kann nämlich der Zucker direkt wieder rein. Und ja, also weil ich es ja abmesse und die doppelte Menge mache, 400 Gramm des Milchpulvers. Oh, das ist schon wieder so was Trockenes in den Händen. Oh. Und in einer so einer Packung sind 250 Gramm drin. Also ich habe das hier genommen von Kaufland. Das ist das Einzige, also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo man das sonst bekommen würde. Das steht immer da, wo so Kondensmilch oder dieses Milchmädchen ist. Dafür nimmt man dieses Milchpulver. Ich glaube, 2,49 € kostet das. Ja, also 400 Gramm. Das wird jetzt schon ein bisschen enger, aber ach ja, das wird gehen. Und 160 Gramm löslicher Kaffee und da habe ich jetzt nur hier von Aldi den genommen. Da sind 100 Gramm drin. Also 160 Gramm von dem Kaffee. Naja, also das passt jetzt so gerade eben hier die doppelte Menge. Jetzt natürlich zumachen und den Deckel drauf, weil ansonsten fliegt uns hier wirklich alles um die Ohren.
Und das wird jetzt nochmal 10 Sekunden. Ach, ich mache lieber 15, weil ich ja mehr habe. Auf Stufe 6 wird das jetzt vermengt. Und das hat auch wirklich gut geklappt. Also die Schokolade ist jetzt doch um einiges heller geworden als vorher. Also einfach durch das Milchpulver. Ja, das wird jetzt schön in Gläser verpackt. Und ja, dann natürlich beschriftet. Und da mache ich mit euch natürlich auch noch den Geschmackstest. Ja, das finde ich, ist eine total einfache Kiste gewesen jetzt. Klar, den Thermomix hätte man, ja, nur halt wegen der Schokolade. Jetzt wegen dem Vermischen oder so, das hätte man natürlich auch anders machen können. Aber ja, mit der Schokolade zu raspeln, das wäre sonst nicht so einfach geworden. Das ist wirklich eine Riesenmenge geworden. Da kommt jetzt gerade das heiße Wasser. Weil ich habe aber auch die 2,5-fache Menge genommen. Und so kam es aber genau hin, dass sowohl das Milchpulver als auch der Kaffee dann wirklich aufgebraucht wurden. Und in der Mangelung von weiteren Gläsern, ich bin jetzt wirklich an meiner Kapazität jetzt gescheitert. Besser, meine Kapazitätsgrenze ist erreicht. Ja, und deswegen habe ich das hier in diese, also das ist jetzt der Cappuccino für mich, den habe ich einfach in die Kaffeegläser wieder reingefüllt und das andere wird halt noch beschriftet. Und jetzt will ich es aber natürlich mit euch noch verkosten und im Rezept steht 3 gehäufte Teelöffel. Ja. Und man kann es mit heißer Milch, also ich glaube mit heißer Milch wäre es jetzt vielleicht natürlich noch schöner, aber ich mache es jetzt heute mit Wasser. Und da habe ich mir 250 Milliliter jetzt aufgegossen und schnell durchrühren, damit die Schokolade auch schmilzen kann. Und jetzt geht's ans Probieren. Ach, heute ist auch so ein richtig useliger Tag. Also man denkt, es wäre hier Nacht so dunkel, wie es draußen ist, aber in Wahrheit ist es gerade mal kurz nach 3. Ja, aber da muss ich sagen, das ist wieder so eine Angabe, 2 bis 3 Teelöffel. Also da muss mehr dran. Also bei mir sind jetzt 5 gehäufte Teelöffel. Das andere war mir zu wässrig. Also das hat weder nach, wie man so sagt, weder nach ihm noch nach ihr geschmeckt, was halt heißen soll. Weder nach Kaffee noch nach Kakao. Also mal gucken. Ja, und mit 5... Also mit 5 Teelöffeln, da schmeckt es mir. Obwohl ich auch denke, mit heißer Milch wäre es, glaube ich, noch schöner. Aber jetzt, wo es mehr durchgezogen ist, ja, es ist halt eine Mischung aus ja, Kaffee und Schokolade. Aber ich bleibe dabei, ich werde es das nächste Mal mit Milch machen und ich werde das halt auch in diesen Zettel, den ich dabei packe, werde ich schreiben 5 Teelöffel auf 250 oder 4 auf 200 Milliliter und dann am besten mit heißer Milch halt. Ne? Also dann ist es einfach gehaltvoller. Ja, ist natürlich ja, immer alles gehaltvoller, aber das bringt dann halt den Geschmack. Ne? Das Rezept ist wieder mal vom Zaubertopf, von denen ihrem Blog. Und das werde ich euch verlinken und ja, vielleicht habt ihr Spaß beim Nachmachen, wollt das auch mal ausprobieren. Ja, ich sag mal von den Kosten, also wie gesagt, das Milchpulver hat 2,49 gekostet, eine Packung. Ja, der Kaffee hat auch, glaube ich, 2,19 für eine Packung gekostet. Aber es ist natürlich eine Riesenmenge geworden. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!